Max und Moritz, allerbeste Freunde und zwei Lausbuben wie aus dem Bilderbuch. Dass Moritz eine Beinprothese trägt, ist kein besonderes Thema zwischen den beiden. Die Vielzahl ihrer Aktivitäten wird dadurch jedenfalls nicht eingeschränkt. Moritz kam 2005 mit einer sogenannten Tibiaaplasie zur Welt. Das heißt, er hat keinen Schienbeinknochen. Schon kurz nach der Geburt begann für Mutter Petra Trauner eine wahre Odyssee. Ich bin dann von einem Krankenhaus ins andere gefahren und jeder hat mir gesagt, naja, da kann man nicht wirklich viel machen, er wird sich auch nicht gut entwickeln, also vielleicht hat er sonst nur eine Behinderung. In Salzburg draußen war eine Ärztin, die hat gesagt, also er wird nie gehen können, ich brauche mir da gar keine Hoffnungen machen. Doch so einfach wollte die dreifache Mutter nicht aufgeben und suchte weiter nach geeigneten Lösungs- und Therapiemöglichkeiten. Eine mutige und unkonventionelle Aktion während eines Kongresses zum Thema der Kinderfuß brachte schließlich die entscheidende Wende. Ich habe den Moritz geschnappt, bin dann da in diesen Saal hineingelaufen und habe dann da am Podium gefragt, ob irgendwer mir helfen kann. Also mein Sohn braucht eine Prothese, was auch immer, ich weiß es nicht. Es soll jetzt mir einfach irgendwer helfen. Der Herr Polik ist dann aufgestanden und hat gesagt, also er kann sich das vorstellen, dass er mir helfen kann. Da habe ich dann den Herrn Polik kennengelernt und das war wirklich auf diesem steinigen Weg. 8 Monate bin ich von links nach rechts gerannt, keiner hat mir helfen können und war das dann wirklich wie Asphalt auf meinem Weg, wie ich den Herrn Polik kennengelernt habe. Ich bin dann 14 Tage später zu ihm nach Traunstein gefahren. Er hat sich das angeschaut und die haben auch in der orthopädischen Kinderklinik in Aschau, haben mir dann Ärzte mal das erklärt, was das ist. Die haben das schon mal vorher gesehen und die haben mir dann ganz eine tolle Prothese gebaut, die Moritz mal einfach über diesen Unterschenkel drüber gestülpt hat, wie so ein Stiefel. Und da hat er dann, 2 Monate später, hat er dann allein gehen können. Also das war dann eine totale Sensation. Bis zum 7. Lebensjahr wurde Moritz mit diesen speziellen Orthoprothesen versorgt. Durch die ungleiche Gewichtsbelastung bestand allerdings die Gefahr einer dauerhaften Schädigung von Hüfte und Wirbelsäule. Um Moritz das Tragen normaler Prothesen zu ermöglichen, wurde ihm im Juli 2012 der linke Unterschenkel amputiert. Eine schwere Entscheidung, die Mutter und Sohn aber bis heute nicht bereut haben. Gemeinsam mit Polik haben wir uns dann eben überlegt, was wir eben dann für eine Prothese bauen können. Und es ist wirklich ganz, ganz gewaltig. Also 5 Wochen nach der Amputation hat der Moritz seine erste Knie-Ex-Prothese gekriegt mit einem tollen Kniegelenk und hat da dann sofort gleich zu Schulbeginn in die Schule gehen können, wieder ganz normal in die 2. Klasse. Also er hat da gar kein Defizit gehabt. Ganz im Gegenteil. Dem sportbegeisterten Moritz eröffneten sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Knie-Ex-Prothese und Schwimmprothese bedeuteten für ihn mehr Bewegungs- und Entfaltungsfreiheit. Doch damit nicht genug. Die Firma Otto Bock hat mit Moritz den optimalen Forschungspartner gefunden. Der 8-Jährige testet Neuentwicklungen, wie beispielsweise die Kinderlaufprothese, auf ihre Alltagstauglichkeit. Beide Seiten profitieren gleichermaßen von dieser Zusammenarbeit. Otto Bock und Polik erhalten wichtige Informationen und Daten für die Entwicklung neuer Kinderprothesen und Moritz kann dadurch seine vielfältige Sportleidenschaft ausleben. Es dauerte nicht lange, bis sich erste sportliche Erfolge eingestellt haben. Beim Zehnkampf habe ich einen Pokal und eine Medaille bekommen. Und es hat andere Kinder gegeben, die waren nicht behindert und ich schon. Und ich war trotzdem besser wie die anderen. Eine glückliche Fügung während eines Kongresses hat zu einer langjährigen und vertrauensvollen Beziehung zur Firma Polik geführt. Die sagen auch immer, der Moritz ist einfach eher Sonnenschein. Der Moritz probiert alles, der Moritz kann alles, der Moritz lässt das machen und der Moritz probiert diese Materialien. Er kann das innerhalb von kürzester Zeit, dass er das kann und es ist schon eine sehr enge Beziehung mit der Firma Polik. Auf Max und Moritz warten noch viele neue Abenteuer und Herausforderungen. Und zumindest Moritz hat bereits heute ein ganz klares Ziel vor Augen. Wenn ich größer bin, möchte ich unbedingt zu den Paralympics. Zu Wintersportarten möchte ich kommen und zu Sommersportarten.